them Gucci, Louis, bands. I don't give a f- about no stupid brand. Got his own style for the modeling. Baby mama can't stop with a cuddling. What that, till it's red. That's why she doesn't talk to a stupid man. A penny fella, cuddling. She ain't even my type, but it's troubling. Too much, I don't know how to stop. You crush me all wanna. Then I'm back on my stuff. Few bucks, just a few for a spot. Come on. God, I need some colors on my bank account. Dollars, yeah. Big amount. All these bears and by going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like colors on my bank account. Dollars, yeah. All these fans about going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be jumping lines like.
with a low bleeder. I was in the building with attitude, I'm the leader. I'm the type of people say, I hope I could meet her. I don't many about myself a two-seater. I pull on my lungs, so I'm calling it low bleeder. I was in the building with attitude, I'm the leader. I'm the type of people say, I hope I could meet her. Better pass me the first. Call me see your friends and come to my concert. Honey, see me on the stage, I eat it like it's dessert. Met your man the other day, he was now what, was a big mess. Made a big mess, like I'm Ivorian. No stress, treated like test valedictorian. I don't do that, my name ain't Lucy Hun. If I'm a problem, man, I'll make sure he a single one. The world who chose you, yeah, that's how we honor. Just do your own thing. Test me, can't try that. Won't make plans, mind paper. You miss me, don't say that, nah. I don't mess with busting lies. If you see me in the street, better put on a disguise. What? The world who chose you, live how you wanna. Just do your own thing, run with our lives. Just mind your business, don't hurt each other. Just do. So I buy a two-seater. I pull on my, so I call it Bermuda. We'll be right back.
hole inside of me, and it's shaped like you. There's a hole inside of me, and it's shaped like you. Without a heart, how on earth do you stay alive? I had a heart, but the second you changed your mind, your heart didn't break, it ceased to exist. I never found another one that could use pain to replace it, and that's the reason I stop listening to the music you listen to. But I still look at all your photos, so what's the use? Like you, I kissed all our mates to procrastinate the pain. Then I felt ashamed, so I kissed them all again. I tried to play dumb, I tried to stay numb, but that just fed my depression. I get too high for medication, and that's the reason that I stop listening to the music you listen to. But I still look at all your photos, so what's change myself instead. I tried to find a god in books I read. Philosophies and poetries could never fill the void inside of me. I stayed alive only to prove to me that I can live without you. I can breathe the air in places you have never been, to shine for people you will never meet. But every single light inside of me died when you picked somebody prettier than me to fill the hole I left inside of you. Stop listening to the music you listen to, but I still look at all your photos, so what's the use? I can do any little thing that I want to do, but there's a hole inside of me, and it's shaped like you. There's a hole inside of me, and it's shaped like you. There's a hole inside of me, and it's shaped like you. Thank you.
Der Fokus gilt heute natürlich Lautaro Martinez. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Wir sind zu Gast im San Siro hier in Mailand und ich begrüße Sie zur heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und es geht heute um eine Partie in der Serie A. Inter Mailand gegen FC Turin. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Da ist die Chance. Tor für Inter Mailand. Ah, der Ball ist einfach zu hart, zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Carlos Soler. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Flanke jetzt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Klasse Tackling. Lautaro Martinez. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Bruma. Sanabria. Simone Sasa. Antonio Sanabria. Oh, da müssen Sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen Sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Jetzt wird's gefährlich. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da kommt der Schuss. Was eine Chance, Latte. Sie versuchen es und da wären sie fast belohnt worden. Um ein Haar der Ausgleich, aber das Gestänge ist im Weg. Inter über den Flügel, da ist Platz. Carlos Soler. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Linetti. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Wird das seine Torchance? Ganz wichtig, da muss er hin. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Di Marco. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Da kann er ihn stoppen. Milan Skriniar. Inter über den Flügel, da ist Platz. Da kommt die Hereingabe. Können Sie was draus machen? Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann sehen wir, das ist technisch eher suboptimal, aber der Ball geht trotzdem rein. Wie das Tor gefallen ist, interessiert morgen eh keinen mehr. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Calhanoglu. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Aber dann ist der Ball doch weg, die Szene damit also beendet. Ja,
Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Er holt sich den Ball. Da ist die Chance. Gehalten, Szene geht weiter. Ist es das? Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Szenen Applaus. Erneut Ecke. So, Ecke kommt. Und sie können klären. Hakan Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Tja, wo ist die Lücke? Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ball ist erstmal wieder raus. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Lautaro Martinez. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Da ist die Balleroberung. Guter Pass. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ecke kommt in den 16er. Da konnten sie nichts draus machen. Wenn wir auf den Ballbesitz blicken, ist nicht zu übersehen, wer hier heute spielbestimmt ist, nämlich Inter Mailand. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig, die Führung im Moment verdient. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Da ist der Ball weg. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Flanke kommt in die Mitte. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Carlos Soler. Chance für Martinez. Keine Chance für den Torhüter. Der Ball geht platziert ins untere Eck. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Gute Aktion. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Viel mit Auge. Steilpass kommt an, jetzt Lautaro Martinez. Noch ist die Chance da. Nun Linetti. Klasse, diese Parade. Ja, wie hat er den denn noch gehalten? Das war ja unglaublich. Ah, oh, da geht er vorbei. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Çalhanoğlu. Di Marco. Da kommt der Pass. Lautaro Martinez. Er sucht die entscheidende Lücke. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Ist so. Bruma. Simone Sasa. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter.
So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Da haben sie die Chance. Da kann sich der Torhüter lang machen, wie er will. Den kann er nicht halten. Zu gut platziert. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Calhanoglu. Carlos Soler. Martinez. Da haben sie jetzt den Ball. Ivi. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Er zieht ab. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Versucht per Volley. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Die Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Jetzt ist der Platz da. Die Chance lebt noch. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5-0. Manuel Akanji. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Inter über den Flügel, da ist Platz. Sie haben den Ball. Nun Linetti. Antonio Sanabria. Da gewinnt er den Zweikampf. Da kommt der Pausenpfiff. Das war es hier für die erste Hälfte. Inter führt. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung. Sehr kreativ. Inter Mailand hat Anstoß, weiter geht's. Con il numero 32 Federico Di Marco. Dentro con il numero 18 Robin Gosens. Carlos Soler. Inter über den Flügel, da ist Platz. Flanke kommt in die Mitte. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Jetzt die Ecke. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Inter über den Flügel, da ist Platz. Carlos Soler. Sieht gefährlich aus.
Jetzt können sie es machen. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Super gemacht vom Torwart, er lenkt den Ball drüber. Noch ein Eckball. Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Da ist das Tor! Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Sie liegen deutlich vorn. Guter Körpereinsatz hier. Lautaro Martinez. Das ist die Chance. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Viel Platz für den Konter jetzt. Übrigens soll Chelsea jetzt ein handfestes Interesse an diesem Spieler bezeugt haben. Es soll schon ein Angebot geben. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Klasse, wie er da hingeht. Schöner Pass da. Gehalten, Szene geht weiter. Sauber und die Gelegenheit. Tor für Inter Mailand. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Ihr nächstes Duell steht an, es geht weiter für Turin. Dann geht es zu Hause gegen die Fiorentina. Klingt nicht schlecht, oder? Wir freuen uns drauf. Ball kommt. Lautaro Martinez. Gefährliche Szene. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ecke kommt. Gute Kopfballchance, aber wenn die die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Der Ballverlust. Inter über den Flügel, da ist Platz.
Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Unaufhaltsam. Sanabria geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sie bringen den hohen Ball. Das ist die gute Idee, dieser Ball. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Schau noch mal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Der Ball ist weg. Inter über den Flügel, da ist Platz. Jetzt ist er durch. Der ist drin. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Inter über den Flügel, da ist Platz. Flanke jetzt. Den spielt er gut. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Gut gespielt. Ist das die Chance? Die können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Der Ball kommt. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Jetzt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Da kommt die Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Carlos Soler. Zieht ab. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt's einen Applaus. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Lautaro Martinez. Da haben sie die Chance. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Linetti. Nun Linetti. Abgepfiffen, das war abseits. Lautaro Martinez. Schöner Pass da. Klasse! Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ecke kommt rein. Sauber vom Ball getrennt hier. Chance für Martinez. Trifft er, ja, drin, Tor. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter.
kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Antonio Sanabria. Was macht er draus? Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Inter über den Flügel, da ist Platz. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Sie bringen den Ball in die Mitte. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor, das ist letztlich nur noch vorne. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Carlos Soler. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Riesenchance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke kommt. Den Ball kann er klären. Schöner Einsatz, kann klären, es gibt Eckball. Eck in den Strafraum. Ball ist erstmal wieder raus. Ball ist unterwegs. Da ist er drin, ein tolles Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Jetzt hat er den Ball. Und da ist das Tor. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Inter über den Flügel, da ist Platz. Lautaro Martinez. Guter Steilpass hier, macht er gut. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. So, Ecke kommt. Erstmal geklärt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er kann abwehren. Die Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Da ist die Chance. Und die Balleroberung, wichtig. Er geht energisch dazwischen. Sie spielen steil, gefährlich. Aber dann kann die Abwehr die Gefahr bei diesem Steilpass doch noch bereinigen. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Gefährlich! Die Hereingabe jetzt ins Zentrum.
Da fängt er die Flanke ab. Carlos Soler. Schöner Pass. Die Gelegenheit. Da macht er ihn rein. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie erhöhen weiter und das freut natürlich auch die Trainerin. Die Mannschaft macht ein Riesenspiel. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Wir haben den Schusspfiff. Inter Mailand hat dieses Spiel also gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An diesem Sieg. Inter über den Flügel, da ist Platz. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Chance für Martinez. Zählt er, ja, drin, Tor. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Sie bringen den Ball in die Mitte. Start, you got to crawl.
saca, yo pesaca de mamá hoy. Es a niño. Toma la pesaca, yo pesaca de mamá hoy. Es por mi niño. O pesaca la pesa, yo te pesaca. But I'm telling you, gotta get some way.
Sweet bro. Skeletons. Fasten your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. One at a time, they all. Could have been so sweet, bro. Skeletons. Better fasten your seatbelts, call the police when I